Hallo und herzlich willkommen hier auf der Messe Stuttgart zum Symposium Zukunft der Automobilindustrie in Baden-Württemberg. Wir befassen uns heute mit allem, was Mobilität zu bieten hat und was mit Mobilität zu tun hat. Und das ist ja eigentlich die Sein-oder-Nicht-Sein-Frage hier im Ländle. Denn die Automobilindustrie, die prägt die Wirtschaftsstruktur wie keine andere hier. Und vieles steht im Aufbruch, vieles steht in den Startlöchern. Und da gilt es, alle Akteure an einen Tisch zu vereinen und Ideen und Konzepte entstehen zu lassen und aber auch Probleme anzusprechen und die dann auch konkret anzugehen. Das passiert normalerweise hinter verschlossenen Türen. Heute ist das anders. Die Akteure werden Sie gleich vorne hier sehen. Die werden diskutieren und Sie haben dann auch die Möglichkeit, später noch mit zu diskutieren. Bevor ich allerdings voll einsteige, möchte ich noch Herrn Bleinroth zu mir bitten. Er ist Geschäftsführer und sozusagen der Gastgeber heute Abend der Messe hier oben. Und freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, auch von meiner Seite ein sehr herzliches Willkommen. Sozusagen als Mitinitiator dieses Symposium Zukunft der Automobilindustrie in Baden-Württemberg darf ich Sie ganz recht herzlich begrüßen. Zunächst Frau Schiller, Vorsitzende Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg, sowie die anwesenden Vorstände der Stiftung. Herr Dr. Rock konnte leider nicht bei uns sein, aber Herr Haas ist hier seitens der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart. Eine ganz besondere Ehre ist es mir, Herr Minister Herrmann, Ministerium für Verkehr und Infrastruktur, zu begrüßen, sowie die politischen Vertreterinnen und Vertreter des Landes, der umliegenden Städte und Gemeinden, des Kreis- und Regionalrates. Ebenso freue ich mich ganz besonders über die Anwesenheit von Frau Lindlohr, Aufsichtsrat der Landesmesse Stuttgart und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag Baden-Württemberg. Ein ganz herzliches Willkommen natürlich auch an die Gäste der beiden Gesprächsrunden. Der designierte Oberbürgermeister Kuhn wollte auch noch zu uns stoßen. Er ist im Moment noch nicht da, aber wir freuen uns dann natürlich auch, wenn er zu uns kommt. Ansonsten, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, die Sie schon jetzt hier sind, es wird ein langer Tag. Es gibt ganz viel Wichtiges heute zu bereden. Aber lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, natürlich auch einen kleinen Werbeblock einzuschieben. Dadurch deswegen, dass Sie nun hier auf Europas schönstem und energieeffizientesten, wahrscheinlich sogar wegweisendem Messegelände in vielerlei Hinsicht sind. Und das darf an dieser Stelle vielleicht auch betont werden. Wir haben 21.132 Solarmodule auf unseren Dächern, 27.000 Quadratmeter genau genommen. Hinzu kommen nochmal 7.000 Quadratmeter auf dem Bosch-Parkhaus, macht zusammen das fünftgrößte gebäudebasierte Solarkraftwerk. Auf der Messe sozusagen das Nebengeschäft von Greenpeace Energy übrigens betrieben. Rund 4,32 Millionen Kilowattstunden Strom werden produziert, etwa genug für 1.300 Haushalte oder 2.375 Tonnen CO2, die damit vermieden werden. Alleine das ist schon mal eine gewisse Erwähnung wert bei einem Messegelände, das es sonst in Europa in dieser Form ganz sicherlich nicht gibt, was die Umweltfreundlichkeit angeht. Es geht noch viel weiter. Wir haben andere Innovationen. Schließlich sind wir ja im Ländle. Wir haben der Luft in unseren Hallen beigebracht, nur bis 4,50 Meter zu steigen. Normalerweise steigt warme Luft bekanntlich nach oben, das heißt, Sie heizen die Hallen von oben nach unten. Das machen wir nicht, bei uns nur bis 4,50 Meter. Das alleine spart uns mindestens 30% Energie beim Heizen. Sie sehen Tageslicht in allen Räumen. Nicht nur ist das schöner und angenehmer für die Atmosphäre, sondern auch das spart natürlich Geld. Hier Energiekosten, dasselbe in allen 33 Räumen des Kongresszentrums, nebenan in allen Hallen. Sogar in den innenliegenden Restaurants haben wir durch geschickte Oberlichte Tageslicht in die Restaurants gebracht. Also hier Energieeinsparnis alleine dadurch, dass wir Tageslicht haben. Geradezu selbstverständlich ist das schon, dass wir natürlich auch mit LED-Leuchten schon seit 2010 arbeiten, die bekanntlich
wesentlich energieeffizienter sind. Es geht dann weiter auf der anderen Seite, Verwaltungsgebäude, ich will Sie dazu nicht mit allzu viel Details langweilen, aber unsere Arbeitsplätze sind drüben mit Mini-PCs ausgestattet, die immerhin 75% weniger Strom brauchen als ein normaler PC. Macht bei rund 400 eingerichteten Arbeitsplätzen immerhin auch etwas aus und die PCs stammen auch noch aus unserer Region. Also wir sind ja mitten in einer Innovationsregion, in einer Region, wo was erfunden wird. Daher meinen wir, dass wir die passende Plattform haben für den heutigen Dialog. Wir freuen uns sehr, dass Sie diese Plattform gewählt haben, diese nutzen, um den Dialog zwischen der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg, der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart und Vertretern der Automobilindustrie zu führen. Das Auto wurde bekanntlich nicht nur hier in diesem Land erfunden, sondern es stellt auch bis heute das Rückgrat unserer Wirtschaftsstruktur dar. 70 Milliarden Umsatz sind eine Hausnummer, die von großer Tragweite sind. Arbeitskräfte benötigen die Automobilindustrie mit der Zulieferindustrie dabei, ist der größte Arbeitgeber in unserer Region und damit auch für uns als Messe ein ganz, ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Dennoch steht die Automobilindustrie zweifellos vor großen Herausforderungen. Darüber werden Sie heute sprechen. Es ist schon die gefühlte Bedeutung bei den Jugendlichen heute, die das Auto vielleicht hinter ihrem Smartphone in der Priorität einordnen. Sicherlich nicht ganz unkritisch für die Automobilindustrie. Es sind die Vorgaben der EU-Kommission zur CO2-Vermeidung, die ambitionierte Ziele setzen ab 2015, nochmal höher ab 2020. Es sind die von der Bundesregierung postulierten Ziele zur Elektromobilität, die noch so manches Innovationsthema mit sich bringen, die noch manches eben bedürfen, um umgesetzt zu werden. Es ist die Entwicklung alltagstauglicher und bezahlbarer Automobile. Auch das wird sicherlich heute diskutiert. Wir haben auf der Messe schon zwei Plattformen, wo wir dies ebenfalls versuchen aufzugreifen. Einerseits mit den AMS iMobility, Kongress und Messe, hier aus Endverbrauchersicht und im Kongress auch aus Fachbesuchersicht. Und bei der Battery and Storage, eine Fachmesse zu dem Thema Speichertechnologie, bekanntlich auch ein ganz wichtige Herausforderung im Rahmen der Elektromobilität. Die heutige Veranstaltung leistet den Brückenschlag im Zusammenspiel zwischen Politik, Wissenschaft und den Automobilstandort, den Herstellern hier. In diesem Sinne wünsche ich dieser Veranstaltung viel Erfolg und dass Sie Ihre Ziele, die Sie sich hier heute gesetzt haben, nämlich ein Stück weiter voranzukommen in dieser Verzahnung, auch erreichen mögen. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank, Herr Bleinroth. Meine sehr geehrten Damen und Herren, willkommen auf der Landesmesse Stuttgart. Schön, dass Sie so zahlreich hier sind. Mein besonders herzlicher Gruß gilt unserem Minister für Verkehr und Infrastruktur, Winne Herrmann. Herzlich willkommen. Mein besonderer Gruß gilt den anwesenden Abgeordneten des Baden-Württembergischen Landtags und den Regionalräten, wobei ich habe eigentlich nur eine Regionalrätin gesehen, die Frau Reich-Gutjahr. Herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, die heutige Veranstaltung ist eine Premiere. Erstmals kooperieren wir mit der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg und wollen heute die Frage diskutieren, wie die Zukunft der Automobilindustrie in Baden-Württemberg aussehen wird. Wie wird sich die zunehmende Elektrifizierung des Antriebsstrangs und die Entwicklung alternativer Antriebe insgesamt auf die ja in der Region gewachsenen Wertschöpfungsketten auswirken? Es ist nicht selbstverständlich, dass die neuen Komponenten, die zukünftig in Autos verbaut werden, sei es Leistungselektronik, Elektromotoren oder gar die Batterie, in unserer Region oder in unserem Land auch gefertigt werden. Und nicht zuletzt, wie wirkt sich der Wertewandel aus, den wir bisher insbesondere bei der jungen Generation beobachten können? Der Besitz eines Autos ist nicht mehr so wichtig, wohl aber weiterhin natürlich die Möglichkeit, mobil zu sein. Also letztlich diskutieren wir über die Frage, wie wir den Wandel vom Automobil zum Mobilitätsstandort organisieren. Dass wir diese Veranstaltung gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung durchführen, ist dabei nicht selbstverständlich. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir hier
als Wirtschaftsförderung der Region vielleicht andere Schwerpunkte setzen als die Grüne Nahe Stiftung. Aber ich glaube, dass dies gerade einen besonderen Reiz der Veranstaltung ausmacht und die große Resonanz und das große Interesse von so unterschiedlichen Menschen, die heute hier über den ganzen Tag hinweg zusammenkommen, zeigt ja, dass wir richtig liegen. Wenn ich sage, wir liegen richtig, muss ich dazu sagen, der Ordnung halber, die Idee zu dieser Veranstaltung kam von der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Böll-Stiftung ist auf uns zugekommen und wie gesagt, ich denke, dass das eine richtig gute Idee war. Ja, ich hoffe mir, dass diese Vielfalt heute auch der Besucherinnen und Besucher zu fruchtbaren Diskussionen führt, weil wir davon überzeugt sind, dass auch wenn wir unterschiedliche Schwerpunkte legen, wir im Kern eigentlich einig sind. Klar ist, dass der Mobilitätssektor seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten muss. Dafür sorgen schon die Vorgaben aus Brüssel. Das heißt, die Elektrifizierung des Antriebsstrangs wird an Bedeutung gewinnen, aber auch andere alternative Antriebe und sparsame Motoren. Unbestritten ist auch, dass der Markt von Mobilitätsdienstleistungen deutlich wachsen wird. Es gibt Studien, die von 300 Milliarden Euro im Jahr 2020 in Deutschland sprechen. Aber klar ist auch, dass der Wohlstand in unserer Region und gerade in unserer Region und im Land im hohen Maße vom wirtschaftlichen Erfolg der Automobilindustrie abhängt. Und deshalb muss eigentlich auch unser aller Ziel sein, dass wir gemeinsam mitwirken, dass die Industrie in Baden-Württemberg mit ihren vielen hundert und tausend Zulieferbetrieben in Zukunft, also nach diesem Strukturwandel, nicht schlechter dasteht als heute. Wir wollen in aller Bescheidenheit unseren Beitrag dazu leisten, bieten die Zusammenarbeit an der Industrie, den Herstellern, den Zulieferbetrieben, den Städten und Gemeinden, die ja Standorte der Unternehmen sind. Wir wollen wie bisher auch zukünftig weiter intensiv kooperieren. Ich darf Institutionen nennen wie die E-Mobil BW, lieber Herr Logen. Wir können ja schon auf eine kurze, zwar aber dafür trotzdem sehr erfolgreiche Zusammenarbeit zurückblicken oder auch das LKW, das für das landesweite Netzwerk Automotive BW steht, bei dem wir selbst mit unserer Clusterinitiative Automotive Region Stuttgart aktiv mitarbeiten. Wir sind ganz gut aufgestellt in unserer Region, glauben wir, weil wir starke Partner haben und weil wir auf eine vieljährige Tradition konstruktiver Zusammenarbeit zurückblicken können. Sonst wäre es nicht möglich gewesen, dass wir vor einigen Jahren innerhalb von 2 Wochen, über Ostern hinweg übrigens auch noch, 100 Partner zusammengebracht hätten, die sich mit Erfolg dann gemeinsam als Modellregion für Elektromobilität beworben haben. Oder der jüngste Erfolg, und jetzt schaue ich zum Minister und nochmal zu Ihnen, Herr Logen, die Region Stuttgart mit Karlsruhe ist eines von 4 deutschen Schaufenstern für Elektromobilität. Ich will dazu im Detail jetzt gar nichts sagen. Das werden Sie dann nachher sicher jetzt im ersten Forum aufgreifen. Ja, und wir selbst, meine Damen und Herren, die Region Stuttgart fördert in einem eigenen, kleinen Programm nachhaltige Mobilität aktuell 12 Mobilitätsprojekte in der ganzen Region, von der Mobilitätskarte der VVS über Carsharing-Projekte, über Pedelec für Leihsysteme an S-Bahnhöfen, auch mit Unterstützung des Landes, bis hin zu den Oberleitungsbussen in Esslingen oder einem E-Bürgerbusprojekt im ländlichen Raum im Kreis Göppingen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt vielfältige Kooperationen, wir sind ganz gut aufgestellt und wir sind gut beraten, auch weiterhin so konstruktiv zusammenzuarbeiten wie bisher. Meine Damen und Herren, ich freue mich auf die Foren jetzt am Mittag. Ich freue mich auf den Vortrag vom Minister. Ich freue mich dann heute Abend auf das Gespräch zwischen dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und dem Vorstandsvorsitzenden der Daimler AG, Dr. Dieter Zetsche. Dazwischen, zwischen diesen zwei Blöcken, sind Sie herzlich eingeladen zum Empfang, der dann vor unserer Lounge unten stattfinden wird. Wir wandern heute ein bisschen durchs Haus, heute Mittag hier oben zum Empfang, unten dann vor unserer Lounge und heute Abend, die Abendveranstaltung, wird dann unten im Atrium stattfinden. Dankeschön der Heinrich-Böll-Stiftung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort für die tolle Zusammenarbeit. Vielen Dank meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für die Organisation, die eigentliche Arbeit, die jetzt hier getan werden musste, um diese Veranstaltung zum Erfolg zu bringen. Und jetzt darf ich dir, liebe Heike, zur Begrüßung das Wort geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ui, das ist schön, wenn die Heinrich-Böll-Stiftung in so schönen Räumen mit so vielen Menschen
Veranstaltungen machen kann. Herzlich willkommen. Mein Name ist Heike Schiller. Ich bin die Vorsitzende der Heinrich-Böll-Stiftung in Baden-Württemberg. Und ich freue mich sehr, dass unser Vorschlag, sich miteinander Gedanken zu machen über die Zukunft des Automobilstandortes im Land, auf so eine große Resonanz gestoßen ist. Und ganz besonders freue ich mich, dass wir mit der Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart eine Partnerin gefunden haben, die profund auf vielen Ebenen dieser Fragestellung nicht nur nachgeht, sondern sie vorantreibt und auf ihrem Weg, wie ich finde, für uns vielleicht noch ein bisschen wenig, aber immerhin einiges bereits erreicht hat. Und hier möchte ich zunächst dem leider Erkrankten, aber nicht desto weniger engagierten Dr. Walter Rock, dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart, ganz herzlich dafür danken, dass er diese Kooperation sofort und gleich unterstützt hat. Das ist nicht ganz selbstverständlich. Holger Haas hat es eben formuliert. Das wissen wir, aber nichtsdestotrotz, es ist wunderbar gelungen. Ich möchte ein paar Worte sagen zur Heinrich-Böll-Stiftung, die ja eine grünnahe politische Stiftung ist. Das heißt, wir haben eine inhaltliche Haltung und Ausrichtung, die den politischen Zielen der Grünen nahesteht. Allerdings begleiten wir dieses ebenso offen wie kritisch und versuchen das, was Grüne an Rahmenbedingungen für die Zukunft schaffen wollen, mit unseren Instrumenten so zusammen, dass ein öffentlicher Diskurs entsteht, der manchmal durchaus auch streitbar sein kann. Das ist eine unserer zentralen Aufgaben, die deswegen umso mehr Freude machen, weil sie sich nicht am politischen Alltagsgeschäft orientieren müssen, sondern ermöglichen, was mindestens genauso wichtig ist, zuhören und abwägen, Wissen erweitern, Menschen verbinden, Wege eröffnen. Und daher führen wir seit einigen Monaten mit der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin an den großen Automobilproduktionsstandorten in Deutschland sogenannte Fachgespräche durch. Heute findet eins in München statt und dreimal dürfen Sie raten, wer dort unser Partner ist. Und entstanden ist diese Schwerpunktsetzung, die wir für dieses und das nächste Jahr uns gesetzt haben, aus dem Verbundprojekt Green New Deal, das wir von Baden-Württemberg aus bundesweit koordiniert haben und das den vertiefenden Dialog mit verschiedenen Branchen gesucht hat. Ich darf Sie daher auch zu unserem abschließenden großen Kongress nach Berlin einladen, der am 31. Januar beginnt und derzeit mit unserem Partner, dem Verband der Automobilindustrie in Deutschland, vorbereitet wird. Es gibt viele, die sagen, wer in Baden-Württemberg lebt, wer hier regiert und wer hier gestaltet, muss Benzin im Blut haben, weil hier im Land und insbesondere in der Region Stuttgart der gesamte Bereich der Automobilproduktion und ihrer Zulieferung unseren Wohlstand garantiert. Ich sage, das ist eine gefährliche Aussage. Medizinisch gesehen trachtet Benzin im Blut nach Leib und Leben und das kann eigentlich niemand wollen. Was wir aber, wir als Heinrich-Böll-Stiftung und heute in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart wollen, dass man in wenigen Jahren eine andere, eingängige, vielleicht nicht ganz so lebensgefährliche Aussage machen kann, die beschreibt, dass die Schatzkiste, die uns unsere Altvorderen vor über 100 Jahren mit der Erfindung des Automobils an Ideenreichtum, an Innovationsfähigkeit und Zukunftsgestaltung hingestellt haben, sich in etwas gewandelt hat, das eine mindestens ebenso kraftvolle Identifikation mit unserem Standort zum Ausdruck bringt und Mobilität samt seinen für eine reibungslose Mobilität notwendigen Produkte mit dem in Verbindung bringt, was von hier ausgeht. Im November diesen Jahres hat die Baden-Württemberg-Stiftung eine bemerkenswerte dreitägige Zukunftsakademie veranstaltet, bei der 25 Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren der Frage nachgingen, wie Mobilität in einer Gesellschaft der Zukunft wohl aussehen mag. Wenn wir also im besten Alter sind, beziehungsweise die im besten Alter sind und die meisten von uns hier schon auf ganz andere Formen von Mobilität angewiesen sein werden, also so um 2050 herum, dann sieht nach ihren Vorstellungen ihre Welt so aus. Autos mit Verbrennungsmotoren,
die von den Fahrerinnen und Fahrern selber gelenkt werden, sind nur noch als Oldtimer und vereinzelt unterwegs. Sie glauben, Fahrzeuge für den Transport von Personen und Dingen werden dann von Wasserstoff oder Elektrizität angetrieben und computergesteuerte Navigationsgeräte lenken nach Eingabe des jeweiligen Zieles die Fahrzeuge selbstständig, bestimmen Tempo und Weg, weil Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr selbst in das Fahrgeschehen eingreifen können. Wenn alles funktioniert, so die Vorstellung der Jugendlichen, dann gibt es künftig weder Ampeln noch Verkehrszeichen und schon gar keine Unfälle mehr. Ob es noch Straßen gibt, konnte ich nicht rausfinden in der kurzen Zeit, aber ich nehme an, das wird noch notwendig sein. Für mich klingt es irgendwie ein bisschen verlockend. An dieser Bericht hat mich daran erinnert, dass Otto Eicher, der Mann, dem wir übrigens das Piktogramm verdanken, und der damit auch einer der ganz großen Gestalter Deutschlands war, der aus Baden-Württemberg stammte und 1984 eine wegweisende Einlassung in Buchform erstellt und mit der Überschrift versehen hat, schwierige Verteidigung des Autos gegen seine Anbeter. Das ist es, was ich manchmal das Gefühl habe, was wir tun müssen. Er schrieb: Ob nun die Franzosen das Auto 1884 erfunden haben oder 1885 die Deutschen, was soll's? Die Menschheit hat sich eine neue Funktion zugelegt, zum Menschen, der seine Nahrung kocht, der sich bekleidet, sich eine Behausung baut, kommt der Mensch, der fährt. Wir sind Zeuge der Entwicklung einer neuen Kulturdimension durch ein neues Gerät. Ihr Kennzeichen ist die Mobilität. Gleichgültig, ob sie zum Guten oder Bösen führt. Wir sind Zeugen eines Kulturwandels. Und weiter: Es tut sich viel im Automobilbau. Große Beachtung fanden nicht nur neuartige Konzepte, neuartige Modelle, sondern auch neue Philosophien. Man wird der Vergangenheit am besten gerecht, wenn man an morgen denkt. Die Vergangenheit findet die Bestätigung in der Zukunft. So Otto Eicher, der in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden wäre, 1984. Und ich sage, wir stehen heute vor einem Paradigmenwechsel in der Gestaltung unseres Mobilitätsverhaltens und der dafür notwendigen Gerätschaften. Der manchen bereitet dieser Paradigmenwechsel noch Schmerzen. Und der wird uns auch zum Abschied von vielem zwingen, was wir liebgewonnen hatten. Glauben Sie mal nicht, dass ich nicht auch manchmal gerne zügig mit einem Porsche über die Autobahn fahre, so sie leer ist. Aber tragisch ist es nicht, wir können das. Und man sieht es in Ansätzen bereits. Die Märkte der Zukunft warten darauf. Das Smartphone ist eine Kulturrevolution von Baden-Württemberg, kann und sollte die Mobile ausgehen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Referentinnen und Referenten, die sich heute mit diesen Fragen für uns auseinandersetzen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Henrike Narr und allen bei der Heinrich-Böll-Stiftung, die in dieser Vorbereitungszeit zur Verfügung standen. Und unser ganz besonderer Dank, der Dank der Heinrich-Böll-Stiftung, gilt Holger Haas, dem Leiter der Standortentwicklung bei der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart, für sein unermüdliches für uns Dasein und seine Unterstützung. Und jetzt möchte ich ganz herzlich begrüßen den Minister für Verkehr und Infrastruktur des Landes Baden-Württemberg, Winfried Herrmann. Winnes, es ist mir echt eine Genugtuung, dich hier zu sehen. Danke.